So. Und aus diesen Würsten wird dann der Brownie gebacken. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir pressen hier Leinöl aus regionalen Biosaaten. Das ist die Lirina-Sorte, eine Ursorte. Aber unser Ziel ist es nicht nur Öle zu pressen, sondern 100% zu verwerten. Was Sie hier sehen, das ist Leinsamen. Der Leinsamen wird ausgepresst, dann entstehen diese wie Hundeleckerli aussehenden Würstchen. Das sind Presskuchen oder Pellets. Und diese Presskuchen oder Pellets werden gemahlen zu Leinmehl. Dieses Leinmehl ist die Basis für unsere Brownies, die ich über alles liebe. Das Besondere an den Brownies ist, dass sie gut schmecken und dass sie glutenfrei sind, weil eben kein Weizen verwendet wird. Und somit haben wir unser Ziel, 100% der Saaten zu verwerten, fast erreicht. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns hier in Kreuzberg in der Bergmannstraße in unserer Ölmühle besuchen, uns live erleben. Und wenn Sie es nicht schaffen, können Sie natürlich auch in unserem Online-Shop bestellen. Vielen lieben Dank. Auf Wiedersehen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de